Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Schwestern und Brüder. Ganz herzlich am heutigen Abend vor dem ersten Adventssonntag darf ich Sie begrüßen, miteinander Texte der Heiligen Schrift zu lesen. Wir waren im sogenannten Alten Testament im zweiten Buche Samuel bis zu der Stelle gekommen, da David in einen Engpass gerät durch eigenes Tun zwischen Schuld und Reue, Tod und neu beginnendem Leben. Es scheint mir sinnvoll, aus Anlass des Advents sowie des heutigen Abends diese Schriftreihe für die kommenden Abende einmal zu unterbrechen. Vor der Frage, wo es überhaupt ein Stück in der Bibel gibt, das zwei Anliegen gleichzeitig gerecht wird, der Hoffnung und der Liebe, dem Advent und einer Hochzeitsfeier, bin ich zu keiner anderen Stelle gelangt als dem Buche Ruth. Miteinander nämlich, unter uns als der Gemeinde, möchten einander die Ehe versprechen, Frau Marlies und Herr Klaus Pöplow. Also werden wir heute Abend das Buch Ruth miteinander lesen, um die Wege gemeinsam zu gehen und zu verstehen, die so verschlungen auch immer Menschen zueinander führen, bis das eine des anderen wird wie ein göttlicher Segen. Und sich die Bitte, der Flügel des Herrn möge sich um dich breiten, sich erfüllt, indem die Hand des einen es tut für den anderen. Musikalisch begleiten werden uns heute Abend durch den Wortgottesdienst Frau Marion Echterling und Frau Elke Buhe sowie Frau Juliane Jarden. Beginnend mit Macht hoch die Tür, 3 Strophen. Das Buch Ruth. Zu der Zeit, da die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann von Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen fort, um sich im Gefilde Moabs als Fremdlinge niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech. Mein Gott ist König, seine Frau Noemi, die Liebliche, und seine beiden Söhne Machlon und Chilion, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Die kamen ins Gefilde Moabs und blieben daselbst. Da starb Elimelech, der Mann der Noemi, und sie blieb allein mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Arpa, die andere Ruth. So wohnten sie daselbst etwa 10 Jahre. Danach starben auch Machlon und Chilion, alle beide. Und die Frau blieb nach dem Tode ihrer beiden Söhne und ihres Mannes allein.
Da machte sie sich auf mit ihren Sohnesfrauen und kehrte aus dem Gefilde Moabs zurück, denn sie hatte daselbst erfahren, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihm wieder Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Sohnsfrauen begleiteten sie. Als sie nun ihres Wegs zogen, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach Noemi zu den beiden Sohnsfrauen: Geht nun, kehrt heim, eine jede in ihrer Mutter Haus. Der Herr möge euch Liebe erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr eine Heimstätte findet, eine jede im Haus eines Gatten. Und sie küsste sie. Da hoben sie laut an zu weinen und sprachen zu ihr: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Aber Noemi sprach: Kehrt nur um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um noch eines Mannes Frau zu werden. Und wenn ich auch dächte, es ist noch Hoffnung, ja, wenn ich noch diese Nacht eines Mannes Frau würde und sogar Söhne bekäme, wollt ihr darauf warten, bis sie groß geworden? Wollt ihr euch darum einschließen und nicht wieder heiraten? Nicht doch, meine Töchter. Es ist mir bitter leid um euch, dass die Hand des Herrn mich getroffen hat. Da begannen sie noch mehr zu weinen. Dann küsste Orpa ihre Schwiegermutter und ging fort. Ruth aber hängte sich an sie. Noemi sprach: Da, deine Schwägerin ist fortgegangen zu ihrem Volk, zu ihrem Gott. So kehre auch du um, folge deiner Schwägerin. Ruth aber antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlasse und von dir weg heimkehre. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will auch ich begraben sein. Der Herr tu mir dies und das. Nur der Tod soll mich scheiden von dir. Als Noemi sah, dass sie darauf beharrte, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden dahin, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie in Bethlehem ankamen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung, und die Frauen sprachen: Ist das nicht die Noemi? Sie aber sprach zu ihnen: Heißt mich nicht Noemi, die Liebliche? Nennt mich Mara, die Bittere. Denn viel Bitteres hat der Allmächtige über mich verhängt. Reich bin ich ausgezogen, und arm hat mich der Herr zurückgebracht. Was denn da, Noemi, da doch der Herr gegen mich gezeugt, der Allmächtige mir Übles beschieden hat? So kehrte Noemi mit der Moabiterin Ruth, ihrer Sohnsfrau, aus dem Gefilde Moabs zurück. Und da sie in Bethlehem ankamen, begann gerade die Getreideernte. Noemi hatte von Seiten ihres Mannes einen Verwandten, der ein wohlhabender Mann war, aus dem Geschlechte Elimelechs mit Namen Boas. Nun sprach einst Ruth, die Moabiterin, zu Noemi: Lass mich aufs Feld gehen,
und Ehren lesen bei einem, der gütig ist gegen mich. Sie aber sprach zu ihr, geh, meine Tochter. Da ging sie hin und las Ehren auf, vom Feld hinter den Schnittern her. Und es traf sich, dass sie grad auf das Grundstück des Boas kam, der vom Geschlechte Elimelechs war. Und siehe, da kam schon Boas von Bethlehem her, und er sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie antworteten ihm, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinen Knechten, der über die Schnitter gesetzt war, wem gehört dieses Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gesetzt war, antwortete, eine junge Moabiterin, die mit Noemi aus dem Gefilde Moabs zurückgekommen ist. Sie hat gesagt, ich möchte gerne Ehren lesen und sammeln unter den Garben hinter den Schnittern her. Und so ist sie denn gekommen und vom frühen Morgen an bis jetzt geblieben, ohne auch nur ein Weilchen zu ruhen. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du, meine Tochter? Du brauchst nicht auf einen anderen Acker zu gehen, um zu lesen. Brauchst auch nicht von hier wegzugehen, sondern kannst dich zu meinen Mägden halten. Schau nach dem Feld, wo sie schneiden, und gehe hinter ihnen her. Ich habe ja meinen Knechten geboten, dich nicht zu belästigen. Und wenn dich dürstet, geh nur zu den Krügen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht, verneigte sich zur Erde und sprach, wie kommt es, dass du so gütig bist gegen mich und so freundlich mich beachtest? Ich bin ja nur eine Fremde. Boas antwortete und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du nach deines Mannes Tode an deiner Schwiegermutter getan hast, wie du Vater und Mutter und Heimatland verlassen hast und bist zu einem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und voller Lohn werde dir zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, durch unter seinen Flügeln zu bergen. Da sprach sie, wie bist du gütig gegen mich, o Herr? Du hast mich getröstet und deiner Magd so freundlich zugeredet, und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Als es nun Essenszeit war, sprach Boas zu ihr, komm her, iss mit, leg deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitte und er reichte ihr geröstete Ähren und sie aß sich satt und behielt noch übrig. Und als sie sich erhob, um wieder zu lesen, gebot Boas seinen Knechten, auch zwischen den Garben darf sie lesen und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Ja, zieht auch etwa einen Halm sie aus den Büscheln, lasst ihn liegen, sie mag es dann auflesen und ihr sollt sie darob nicht schelten. So las sie auf dem Felde bis zum Abend, dann klopfte sie aus, was sie gelesen, und es war ungefähr ein Eva Gerste. Sie hob es auf, ging in die Stadt und zeigte ihrer Schwiegermutter, was sie aufgelesen. Als sie dann auch noch hervorzog und ihr gab, was sie vom Essen übrig behalten, sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute gesammelt? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir so freundlich begegnet ist. Und sie erzählte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Noemi zu ihrer Sohnsfrau, gesegnet sei er vom Herrn, der seine Liebe den Lebenden und den Toten nicht versagt hat.
Und weiter sagte Noemi zu ihr, der Mann ist mit uns verwandt. Er gehört zu unseren Erblösern. Da sprach die Moabiterin Ruth, er hat auch zu mir gesagt, halte dich nur zu meinem Gesinde, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Noemi erwiderte ihrer Sohnsfrau Ruth, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst. So kann man dir auf einem anderen Acker doch nichts antun. So hielt sie sich beim Lesen zu den Mägden des Boas, bis die Getreideernte und die Weizenernte zu Ende war, und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Da sprach ihre Schwiegermutter Noemi zu ihr, meine Tochter, ich muss dir doch ein Heim suchen, damit es dir wohl ergehe. Nun ist ja Boas, mit dessen Knechten du zusammen gewesen bist, unser Verwandter. Siehe, er würfelt heute Nacht die Gerste auf der Tenne. So wasch dich denn, salb dich denn, leg deine Kleider an, geh hinunter zur Tenne. Doch gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er mit Essen und Trinken fertig ist. Wenn er sich schlafen legt, achte auf den Ort, wo er sich niederlegt. Geh hin, deck die Stelle zu deinen Füßen auf und leg dich dort nieder. Da wird er dir schon sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Sie ging hinunter zur Tenne und tat genau, wie ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Als Boas gegessen und getrunken und guter Dinge war, ging er hin und legte sich am Rande des Getreidehaufens schlafen. Da kam sie, leise, deckte den Platz zu seinen Füßen auf und legte sich nieder. Es war um Mitternacht. Da erschrak der Mann, und als er sich vorbeugte, da lag ein Weib zu seinen Füßen. Er sprach, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite deine Decke über deine Magd. Du bist der Löser. Sprach er, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Dies letzte Zeichen deiner Liebe ist noch schöner als das erste, indem du nicht den jungen Burschen, ob arm oder reich, nachgelaufen bist. Nun denn, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschest, will ich dir tun. Weiß doch ein jeder im Tor meines Volkes, dass du ein tüchtig Weib bist. Und nun, es ist ja wahr, dass ich ein Löser bin. Doch ist noch ein Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleib jetzt hier über Nacht und am Morgen. Wenn er dich lösen will, gut, so mag er dich lösen, hat er aber keine Lust, dich zu lösen, löse ich dich. So wahr der Herr lebt. Schlaf nur bis zum Morgen. Und sie schlief zu seinen Füßen bis zum Morgen. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er dachte, es darf nicht bekannt werden, dass das Weib auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach, nimm den Umwurf, den du anhast, und halte ihn her. Sie hielt ihn hin, und er maß 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf. So ging sie in die Stadt. Als sie zu ihrer Schwiegermutter heimkam, fragte diese, wie steht's, meine Tochter? Und sie erzählte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte, und sprach, diese 6 Maß Gerste hat er mir gegeben, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter heimkommen. Sie aber sprach, bleib jetzt ruhig hier, meine Tochter, bis du erfährst,
wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er, und zwar heute noch, die Sache zu Ende geführt hat. Ein Stück überschlag ich. Es kommt, wie Sie denken. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde sein Weib. Und als er ihr beiwohnte, beschied ihr der Herr, dass sie Mutter ward, und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Noemi: Gelobt sei der Herr, der dir heute einen Löser nicht versagt hat. Und sein Name werde gefeiert in Israel. Er wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Hat doch deine Sohnsfrau, die dich lieb hat, ihn geboren. Sie, die mehr wert ist für dich als 7 Söhne. Und Noemi nahm das Kind und legte es an ihren Busen und ward seine Pflegerin. Die Nachbarinnen aber gaben ihm seinen Namen, indem sie sprachen: Der Noemi ist ein Sohn geboren, und sie nannten ihn Obed, den Nützlichen oder den Dienenden. Das ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Denn das sind die Nachkommen des Peres. Peres zeugte Chesron, Chesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachashon, Nachashon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas. Und Boas zeugte Obed. Und Obed zeugte Isai. Und Isai zeugte David. Wir hören Krüssel, Duo in D-Moll. Schwestern und Brüder, oft haben wir beim Lesen der Bibel darüber nachgedacht, wie Gott zu den Menschen kommt und wie er uns erreichen könnte. Je länger wir gelesen haben, desto mehr wurden wir fast verführt zu der Meinung, Gott kommt zu den Menschen durch die Strukturen der Macht. Erst wenn sie sich wieder konsolidieren, zeigt sich der Beistand des Gottes zu seinem Volk. Grausam waren die Taten beim Etablieren und Stabilisieren des Königtums in Israel.
Weiß Gott, die Propheten werden recht haben, die mit dem Munde Gottes fluchen. Es ist dies Volk geworden wie jedes andere. Je länger wir lasen, desto größer mussten die Zweifel werden, ob der Segen des Allmächtigen wirklich ruht auf den Schultern der Mächtigen. Und seine Weisheit ist mit denen, die das Regiment führen, über die Untertanen. Wie viel Blut und wie viel Lüge braucht es, um Macht zu erringen? Und wie viel Blut und Lüge braucht es, sie zu erhalten? Das, wo immer die Bibel ehrlich ist, ist ihre wirkliche Nachricht. Alles andere, so leicht durchschaubar, so überraschend einfach erkennbar, Ideologie oder Theologie oder Rechtfertigung trotzdem. Wir werden diesen Faden der Ariadne später noch abspulen. Er wird immer rot bleiben, weil er blutgetränkt immer neu sein wird. Vielleicht aber muss man zurückgehen in die Hintergründe des Königtums Israels. Auch nur zwei Generationen zurück will uns nahelegen, diese kleine Geschichte, eine Legende aus den Tagen der Richter, wie sie sich gibt, als es ein Königtum noch gar nicht gab, wie sie erzählt. Eingeordnet ist sie eben deshalb getreu der Überlieferung zwischen dem Buch der Richter und dem ersten Buche Samuel. Man muss schon sehr fein hören, um die Vermutung zu haben, dieses Buch sei zu weise für jene grobe Zeit, als Israel immer mal wieder unter charismatischen Berserkern kämpft um seine Identität und Existenz gegen den Rest der Welt. Dieses Buch ist sehr menschlich, sehr leise. Und was es andeutet, spricht es gar nicht mit den Worten aus, sondern erzählt es durch die Gestalten und Schicksale von Menschen. Vielleicht haben deswegen die Literarhistoriker recht, die dieses Buch einordnen möchten am Ende des Exils, am Anfang des Neuaufbaus in Israel, mitten im 6. oder 5. Jahrhundert vor Christus, als es wieder losgeht, dass das Volk Gottes seine Eigenart sucht, in seiner einzig richtigen Religion konzentriert, in dem einzig richtigen Ort der Gottesverehrung, im Tempel, in der heiligen Stadt, und man hofft sehnsüchtig auf einen neuen David, der Israel groß macht. Vielleicht gab es da diesen uns unbekannten Autor, der sich die Geschichte der Ruth einfallen ließ, mit der offenen Frage, was denn das sei, ein wahres Wort Gottes an uns. Und wo er denn wohnt, dieser Gott Israels. Eine Geschichte aus der Stadt Davids selbst, aus Bethlehem, dem Haus des Brotes, das einmal, so spinnt sich die Legende, gewiss über mehrere Jahre hin seinem Namen so Unrecht tat. Und ward nicht länger ein Haus des Brotes, sondern des Hungers. Denn verschlossen hatte den Himmel Gott selbst, dass es nicht länger regnete, wie doch genügend die Erde des Wassers bedarf, Frucht zu bringen auf den Halmen. In diesen Tagen sah ein Mann,
der programmatisch schon benannt war, wie es die Religion wünscht. Mein Gott ist König und wollte damit sagen, nie ein anderer unter den Menschen soll König werden über die Menschen. Nur Gott ist der Herr. In diesen Zeiten also sah dieser Mann keinen anderen Weg, als seine Frau Noemi, die wunderschön Liebliche, und seine zwei Söhne Machlon und Chilion bei der Hand zu nehmen, um sie hinzuführen, wo Gott vielleicht nicht war, aber Nahrung genug. Was das für ein Schritt ist, versteht nur derjenige, der noch begreift, dass Flüchtlinge damals und manchmal noch heute ein Stück Erde mitnehmen, ihnen wertvoller als jeglicher Besitz, denn nur mit der Erde, der Heimat, bleibt Gott nahe den Menschen. Mit Entwurzelten, mit Verzweifelten, mit Menschen, die sind wie der Staub, den der Wind über die Steppe treibt. Was soll da Gott beginnen? Israel zu verlassen, die Heimat der Väter, das Land der Verheißung, das ist so viel, wie ins Nichts zu gehen. Das ist kein Leben mehr, nur ein Überleben. Niemand tut das freier Stücke und freien Willens. Wenn wirklich diese Geschichte in der Wiederaufbauphase Israels erzählt ist, sagen wir in den Tagen von Propheten nach dem Schlage des Haggai, von Leuten, die der Reform des Esra nahestanden, dann enthält an dieser Stelle dieses winzig kleine Buch eine ungeheuerliche Botschaft, dazu bestimmt, die Wände zu öffnen, die Menschen errichten im Raume der Religion, im Namen des Heiligen, beim Bau ihres Heiligtums, wie sie wähnen. Es geht Elimelech nach Moab. Das muss man hören, mit spitzem Erlauschen, mit hebräischem Empfinden. Moab, das muss man nur aussprechen, ist in der Volksetymologie so viel wie Meab, vom eigenen Vater gezeugt. Und die Geschichte, die den Namen erklärt, spielt gleich nach dem Untergang von Sodom und Gomorra. Da hatte Gott Schwefel regnen oder aus der Erde werfen lassen, um zwei Städte zu vernichten, die bis dahin gingen, die erscheinende Gottheit selbst zu schänden. Und Lot hatte keine andere Wahl, so glaubte er, als seine Tochter auf der Schwelle seines Hauses diesen Wüstlingen vorzuwerfen, bis dass er sie fand am Morgen, sterbend. So eine Stätte des Fluchs war Sodom und Gomorra. Aber als Lot gerettet jenseits der Zerstörung sich wiederfindet und die Frage nun wird, wie nach dieser Art von zweiten Sündflut nur jetzt mitten in der menschlichen Geschichte Fruchtbarkeit und Fortsetzung möglich sei,
da sind es seine eigenen Töchter, die ihn im Weinrausch wie einen zweiten Noah erneut betrunken machen und willfährig für die Wege des Weibs. Aus den Stunden dieser unzüchtigen Paarung entstand unter anderem Moab. Der Inbegriff des Inzests, des Verbrechens, des sexuellen Lasters, das Feindbild Israels in den Fruchtbarkeitsreligionen der umliegenden Kulturen des Ackerbaus, schlechterdings. Niemand sollte oder dürfte Gutes denken über Moabiter. Aber nun findet sich's, dass dieses Volk der Gottesverruchtheit, der sittlichen Verworfenheit, des Lasters und der Schande, ausgerechnet dieses, den Bethlehemiten und Ephratiter, Elimelech und seine Familie aufnimmt im grünen Gras Weideland seiner Steppen. Wenn wir am Ende fast schon gelangweilt die Abfolge der Geschlechter hören, wie sie denn geht von Peres, dem Sohn der Tamma und des Juda, hinüber bis Boas und Isai und David, ist dies wieder für hebräische Ohren ein leiser oder überdeutlicher Mahnruf. Keine Hoffnung auf einen messianischen Davidsohn, kein Advent, keine Ankunft Gottes in der hebräischen Geschichte würde sein und könnte sein, ohne das verruchte, gottverdammte und verlorene Volk der Moabiter, ohne seine Gastfreundschaft. Ihr selber wäret nicht in Bethlehem, sagt dieser Erzähler, ohne die Leute jenseits eurer unsichtbaren und politischen Grenzen, die Moabiter. Denkt einmal an, wenn es denn so war. Denken wir an, so könnte das sein. In unseren Tagen, am Anfang des Advent, die ganze Christenheit, 900 Millionen Katholiken darunter auf Erden, Deutsche darunter, bereiten sich vor auf das Fest der heiligen Weihnacht, die Geburt unseres Erlösers. Ich weiß nichts Bitteres, als darauf hinzuweisen, dass unter uns Hunderttausende von Menschen leben, die nach der Definition unserer Regierenden Wirtschaftsasylanten sind. Nichts weiter. Hätte vor 2 Jahren jemand eine Wette abgelegt, es könnte Sprachgebrauch der Regierung, der offiziellen Beamtensprache geben, Menschen werden abgeschoben. Man hätte ein Substantiv daraus gebildet, das lautet Abschiebepraxis. Und man hätte daraus ein Wort gebildet wie Abschiebung, Stopp. Und man hätte daraus ein Wort gebildet wie Abschiebung, Stopp, Widerspruch. Man hätte uns für Verrückte erklärt. Wahrscheinlich. Oder als übertrieben Mahnende. All das wäre nichts gewesen als eine Diffamierung der edlen Absicht der Regierenden, als sie ihr Wirtschaftsasylanten-Stoppgesetz beschlossen. Aber so ist es heute. Ich bin gegen die Abschiebepraxis-Beendung, Herr Kanter, gestern Abend im Fernsehen. Es bitten unsere eigenen Länderregierungen, die zum Teil darum gebeten haben, irgendeine Regelung für die Zuwanderung von 300 bis 500.000 Fremden durchzusetzen. Inzwischen darum, dass man ihnen die Auflage der Abschiebung erleichtere.
weil sie den eigenen Polizisten zu viel wird. Was sollen sie tun? Wenn sie halbe Stadtviertel räumen müssen, einfach so, wie wenn es eine jüdische Mella wäre, in Oran oder in Algier. Oder sollten wir gleich sagen, der Vorort Münchens, wie wenn es Dachau wäre, einfach raus. Das genügt jetzt plötzlich. Man ist Kurde, Türke, Afghane, Tamile, Singalese. Man ist hier und hat kein notwendiges Papier. Man ist irgendwie gekommen über die Grenze. Das war legal. Aber eine Aufenthaltsgenehmigung gibt es nicht. Und jetzt ist es uns scheißegal, was daraus wird. Abschieben, das heißt, ich drück dich aus der Tür und mach sie zu, die Tür hinter dir. Was jenseits der Tür ist, ob die Hölle oder die Fallgrube, die Guillotine oder das ewige Gefängnis, ist mir egal. Das heißt abschieben. Mit dem Besen den Kehricht. Diese Praxis ist nicht zu stoppen, nicht zu durchlöchern, sie ist weiter durchzuführen. Bürokratisch, weil sie so ist. Das ist der Advent im Jahre 94. Mit einem Haufen Lügen. Dass Kurden im Westen der Türkei nicht bedroht sind, ist eine dieser unverschämten Lügen. Sie sind nicht einmal bedroht im Parlament von Ankara. 6 Leute sind gerade verhaftet und es wartet auf sie die Todesstrafe. So ist die Wirklichkeit. Alle wissen wir das in Deutschland. Alle. Alle, die wir hier sind und älter als 40 oder 50, nicht jedenfalls schon 70 oder 80, haben hunderte Mal die Generation vor uns gefragt, wie denn das möglich war. Die Abschiebung der Juden möglich war. Und wir haben es ihnen wahrscheinlich nicht geglaubt, unseren Eltern, als sie sagten, wir wussten es nicht. Wir wussten es nicht in dem Umfang, nicht mit der Zielsetzung. Was sollten wir denn machen? Außerdem, man konnte damals hingerichtet werden. Hätte man dagegen etwas getan? Heute kostet es fast gar nichts, etwas dagegen zu tun. Und trotzdem wissen wir bis heute nicht, was wir dagegen machen sollen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und alle Gesetze, die gemacht werden, werden gemacht mit unserem Willen. Wir haben die Clowns gewählt, die sie machen. Da gibt es nichts gegen zu sagen, offensichtlich. Dies ist das Faktum. Eine kleine Geschichte aus dem Alten Testament zeigt, dass nie ein Gott auf diese Welt kommen wird. Solange wir sagen, Wirtschaftsasylanten haben keinen Platz, sie sind nur Wirtschaftsasylanten. Wir sind zwar das zweitreichste Land der Welt, wir haben so viel zu essen, dass wir die Abwerfhalden damit überfüllen. Wir müssen für all das, was wir an Nahrungsmitteln ausgeben, fast das Doppelte bezahlen, um den Überschuss zu verbreiten, zu vernichten. Trotzdem, Wirtschaftsasylanten? Nein. Und welche Asylanten sonst noch? Eigentlich gar keine. Außer, sie hätten irgendwo mal einen deutschen Vater in irgendeiner Generation, einer Seitenlinie im Osten. Aber sonst bleiben wir unter uns, Deutsche, die wir sind, rassisch, national. Das kleine Büchlein Ruth meint, dass die schlimmsten der Heiden in den Augen Israels eine gute Chance hatten, einfach Menschen zu sein. Und das wäre die Eintrittsbedingung für alles andere. Das wird so bleiben. Selbst der Messias aus Israel, wenn er kommt, wird ein Bastard sein, nicht reinrassig. Kein nationaler Vorzeigeheld. Irgendwann ist er versippt und verschwägert mit den Moabitern. Irgendwann hängen Menschen zusammen. Und erst wenn sie das begreifen, wird ihre Geschichte ein Stückchen sich bessern, bis das Gottes wagen darf, sie als Bühne zu verstehen und sich selbst aufzuführen. Es ist ja nur die Einleitung des Büchleins Ruth. Es geht mit ungeheurem Tempo voran. Elimelech wird eines Tages sterben. Und die beiden Söhne der Noemi, moabitische Frauen,
heiraten. Das ist im Gesetz des Moses, wer weiß wie häufig, verboten. Genau das hat nicht stattzufinden. Keine Vermischung mit den Fremdstämmigen. Man muss auf sich halten. Es ist der Stolz, dass ein Israelit israelitische Kinder gebiert. Und nicht diese Zwitterwesen. Was aber soll man nach 10 Jahren Fremde schon anderes tun, als heimisch zu werden, wo nie Heimat war? Eine Jüdin, Nelly Sachs, hat dies einmal gesagt und sie wusste, wovon sie sprach. Ein Fremdling trägt stets seine Heimat unter dem Arm. Aber was wäre? Es dürften die Fremden heimisch werden. Und es wäre einzig die Liebe, die die Grenzen der Sprachen und der Herkunft gleichgültig machte für eine gemeinsame Zukunft. Jede dieser Bekanntschaften enthält eine ungeheure Problematik, wenn es gelingt, eine ungeheure Leistung. Aber wäre es nicht denkbar, wir stellten uns vor, dies sei die Zukunft nicht nur einer einzelnen Familie, sondern der ganzen Menschheitsfamilie? Wie Machlon und Chilion heiraten Orpa und Ruth, zeugt davon, dass die Liebe nicht einzuschnüren ist in Gesetze und Satzungen. Und je mehr sie von diesen Wirrnissen der Paragraphen zerstört, umso universeller wird die Humanität, rückt Gott uns nahe in der Sprache der Bibel. Alle Hoffnung der Noemi liegt auf diesen beiden Schwiegertöchtern, den fremden Moabiterinnen. Dann aber kinderlos sterben ihre eigenen Söhne. Und nun steht sie doppelt geschlagen, doppelt allein an der Seite dieser beiden noch jungen Frauen. Es ist ein Schicksalsschlag, der zu dem Schwersten gehört, was Menschen erleben können. Wir brauchen einander, weil wir uns lieben. Aber oft ist in der Liebe der eine des anderen ganz erhalt. Und man kann gar nicht ohne ihn sich auch nur eine Zukunft vorstellen. Schlimmer, man fühlt sich ohne ihn, der nie hätte weggehen dürfen, nie durch den Tod entrissen werden dürfen, einsamer und mehr noch allein. Schlimmer, als eine Plage und Belastung für den anderen. Nicht die liebliche mehr, sondern das verdunkelte, trauerdurchfurchte Antlitz. Der Mara schaut die beiden, Orpa und Ruth, an. Welch ein Stolz gehört manchmal dazu, dass eine Frau den anderen bittet förmlich, er möge doch gehen, nur um zu vermeiden, ihm allzu viel an Beschwer aufzuerlegen. Und auch, es möge der andere die eigenen Tränen nicht immer wieder so deutlich bemerken. Lieber allein jetzt nach Haus, als dem anderen in vermeintlich falsch verstandener Treue die Zukunft zu verstellen, durch Verpflichtungen, die ihn ermüden müssen, je länger sie wären, so fleht förmlich Noemi. Und Orpa, sie richtig verstehend, tut das menschlich scheinbar Vernünftige. Sie lässt die Fremde zurück in ihre Heimat und macht sich auf in ein eigenes Glück zur Gründung eines eigenen Hauses. Das alles wäre in Ordnung, gäbe es nicht diese unglaubliche Moabiterin Ruth. Was sie an dieser Stelle sagt, hat ein Format, dass ich staune, wie es die Aufklärung vor 200 Jahren nicht hat so entdecken können. Es ist das Wort einer zutiefst empfundenen Humanität, das an dieser Stelle wirklich die Bibel nun
zu einem der kostbarsten Menschheitsbücher macht. Es ist zunächst, dass Ruth sich weigert, der Noemi noch länger zuzuhören. Gott, tu mir dies und das. Das heißt, er füge mir alles Schlimme zu, wenn ich zu diesem, was ich nun sage, nicht stehe. Aber was sie da sagt, ist unglaublich. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du lebst, lebe auch ich. Und wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will begraben sein auch ich. Man kann dieses Wort hören im konventionellen Sinne, dann bedeutet es gerade so viel, wie dass eine Heidin sich bekehrt zur wahren Religion Israels. Dann haben wir vor uns das Beispiel einer Konvertitin. Dann fügt sich alles zum Besseren, indem eine Fremdstämmige gewonnen wird zum rechten Jahwe-Glauben. So die dogmatisch unverdächtige Interpretation. Aber das sind nie und nimmer die Gedanken dieser heidnischen Moabiterin. Was sie sagt, kehrt den gesamten religiös etablierten Dogmatismus gegen sich selbst. Dein Gott ist mein Gott. Das soll so viel heißen, wie du, den ich am meisten liebe, öffnest mir ein Stück vom Himmel und bringst mir alles, was mir Hoffnung ist und Freude und Glück. Und was ich je von Gott verstehen werde, lebt in dir. Drum, dass ich dir, deinen Gott, glaube als meinen eigenen. Dies ist kein Bekenntnis zu irgendeinem formalen Theologengott. Das ist eine ganz und gar menschliche Erfahrung. Es ist förmlich die Hypnose der Liebe, für Religion nichts anderes gelten zu lassen, als die Sprache der Zusammengehörigkeit in der Liebe selbst. Jeder Gottesbegriff, jeder aus der Tradition und sei sie noch so geheiligt, überkommene, ritualisierte, dogmatisierte Gott, muss sich da messen lassen an der Unmittelbarkeit menschlicher Zusammengehörigkeit. Was Menschen verbindet, darf kein Gott trennen, so müsste man sagen. Wenn er denn selbst Gott ist, muss er die Liebe sein. Und nie wird er besser erfahren als so. Und in der Treue und in der Gemeinsamkeit. Es gibt Beispiele in der Geschichte, die vielleicht ein Stück weit deutlich machen können, was da gemeint ist. Ende der 30er Jahre dieses Jahrhunderts zum Beispiel liebte der protestantische Dichter Jochen Klepper eine jüdische Frau und war unglücklich oft genug, wie er schreibt in seinem Tagebuch, dass sie, die am nächsten ihm menschlich steht, doch nicht teilen kann, die Dichte seiner eigenen religiösen Überzeugung. Eine Tochter Abrahams, auch sie, ein Sohn Abrahams, auch er, aber der Christus trennt sie beide, statt sie zu verbinden. Als Jochen Klepper bedeutet wird, Anfang der 40er Jahre, dass es keine Ausflucht mehr gibt, er, der Arier, mag keine Chance haben, irgendwo nach Skandinavien über die Grenze zu gehen, aber seine Familie, ohne Zweifel, muss in Deutschland bleiben. Eine Jüdin, halbjüdische Kinder. Weiß Jochen Klepper endgültig keine Lösung mehr. Wo du lebst, da lebe auch ich. Und wo du stirbst, sterbe
Auch ich. Was Jochen Klepper getan hat, ist in der Sprache der Theologen eine nie nachzulassende schwere Sünde. Da fällt man Gott in den Arm, da beschließt man, über sein Leben verfügen zu können, da wird der Suizid von Menschen selbst verübt, an der Stelle von Gott vertrauen. Es ist wahr, Jochen Klepper hatte kein Vertrauen, dass Gott ihn aus den Händen der Gestapo vor dem KZ befreien würde. Ihn schon, seine Frau nicht und also ihn auch nicht. Selbst in seiner eigenen Schätzung war das, was er tat, ein Verbrechen und doch gerechtfertigt, meinte dieser große, gläubige Mann durch die Liebe. Der Satz der Ruth, den er nicht zitiert hat, war sein ganzes Leben. Es ist der Gipfel dieser Geschichte, alles andere fast amüsant. Eine gehäufte List des Denkens und des Spürsinns von Frauen. Gerade ist es Getreideernte, als Ruth ihre Schwiegermutter bittet, ausgehen zu dürfen, um auf dem Felde zu sammeln. Und just ganz zufällig ist es das Feld des Boas, der just ganz zufällig dahin kommt, wo Ruth sammelt. Und just ganz zufällig sie erkennt, als eben die, von der die ganze Zeit die Rede ging. Fleißig, tüchtig, schön. Ein tüchtig Weib, übersetzt Martin Luther, was Boas von ihr dem Augenschein nach bereits hält. Kaum 4 Stunden alt ist die Begegnung. Er lädt sie ein zum Essen, er lädt sie ein, von den aufgehäuften Gerben dies und das mal zu naschen. Er lädt sie ein, bei ihr zu bleiben, in sonderbarer Furcht. Die Männer in Israel könnten einer fremden, schutzlosen Frau dies und das tun auf dem Feld. Sicher ist sie bei den Knechten des Boas, der, ohne dass man es schon denken darf, eigentlich sicher sein möchte, dieser sonderbaren Fremden. Bis dahin erzählt sich die Geschichte recht züchtig. Was dann kommt, kann man kaum anders übersetzen, denn als eine klare Verführung. Und es ist Noemi selber, die ihr dazu rät. Ich muss doch dein Heim gründen, sagt sie. Und fordert auf, ihre eigene Schwiegertochter hinüberzugehen am Abend des Weinlese, des Getreidefestes. Wenn Boas erschöpft ist vom Würfeln, vielleicht ein wenig berauscht auch vom kühlenden Wein, ganz sicher müde im Abendwind auf seiner Tenne, dann im Dunkeln unerkannt, flüsternd, ganz leis, soll sie gehen und seine Füße ihm aufdecken. Und richtig, Boas wird dir dann schon wohl sagen, was du tun sollst. Am anderen Morgen, wie wäre etwas, das niemand sehen darf, geschehen, erklärt Boas, es möge Ruth mit dem Getreide 6 Maß im Gewand zurückgehen nach Hause. Jeder wird denken, es sei nichts weiter als ein Bittgang um Nahrung gewesen, was Ruth zu ihrem Löser führte. Aber was ist das für ein Gang? Der erniedrigt sich eine Frau im Grunde bis zum Äußersten, wird in ihrer Liebe zu einer Versucherin, muss fürchten, dass ein einzig falsch verstandenes Wort ihr ewige Schande bereiten wird. Dann ist sie wirklich nichts, aber gar nichts, als die Moabiterin, als die typische Vertreterin des Volkes, von dem wir eben hörten. Dann Fluch und Schande über sie, sogar in Öffentlichkeit. Oder es wird sich alles fügen zum Guten. Und Boas wird hören auf die Stimme seines eigenen Herzens.
Eine wunderbare Stelle ist das, an der Ruth den Wunsch des Boas nunmehr anders gewandet zu ihrem eigenen macht. Boas sprach eben noch, es möge Gott sein Flügel über dich legen. Aber Ruth, um die Mitternachtstunde, fleht förmlich, lege du die Decke über mich. Und es wäre der Flügel des Herrn, identisch mit den liebenden Armen des gesuchten Gefährten. Alles Weitere ergibt sich von allein. Der gefürchtete Konkurrent als Erbwalter der Hinterlassenschaften an Ländereien aus dem Hause des Elimelech zeigt kein Interesse an den Ländern schon, an der Ruth aber gar nicht. Boas umso mehr kauft beide ihn eins, wird glücklich mit ihr. Sie beiden haben Kinder, Noemi wird sich freuen. Die Geschlechter vermehren sich. Die Geschichte kennen wir. Aber bis dahin haben wir etwas Wunderbares gehört. Was wir von Gott verstehen sollen oder können. Das Einzige, was wir in seinem Namen als Segen aussprechen, wäre nichts weiter als die Sprache der Liebe selber. An dieser Stelle möchte ich eine kleine Pause machen, ehe wir miteinander zu Zeugen einer solchen Sprache werden. Wachet auf, steht hier die zweite Strophe. Meine lieben Schwestern und Brüder, ich habe seit mindestens jetzt 2,5 Jahren keine Hochzeit mehr einsegnen dürfen. Und was wir jetzt tun, hat kirchenrechtlich nicht die mindeste Gültigkeit, aber menschlich vielleicht umso mehr. Von Ihnen beiden, Frau Marlies und Herrn Klaus Pöplow, weiß ich, wie viele
Wege. Durch die Fremde und nach Hause sie gehen mussten, um gewissermaßen ihr Bethlehem zu finden. Und so nehme ich sie alle zu Zeugen eines Versprechens, dass sie beiden sich geben und auf dem nach bester Theologenerklärung einzig ihre Liebe und ihre Zuneigung als der Segen Gottes selber ruht. Die Texte, die ich zur Segnung spreche, sind diejenigen, die Ihnen vertraut sind. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Der Herr sei mit euch. So lasst uns beten. Wir bitten dich, o Herr, komm unserem Handeln durch deine Eingebung zuvor und begleite es mit deiner Hilfe, auf dass all unser Beten und Tun stets von dir seinen Anfang nehme und durch dich seine Vollendung finde, durch Christus, unseren Herrn. Nun frage ich Sie, Frau Marlies Duclos, haben Sie vor Gott Ihr Gewissen geprüft und sind Sie frei und ungezwungen hierher gekommen, mit diesem Ihren Mann die Ehe einzugehen? Ja. Sind Sie gewillt, Ihren künftigen Mann zu lieben, zu ehren und ihm die Treue zu halten, bis der Tod Sie scheidet? Ja. Dann frage ich auch Sie, Herr Klaus Böblow, haben Sie vor Gott Ihr Gewissen geprüft und sind Sie frei und ungezwungen hierher gekommen, mit dieser Ihrer Frau die Ehe einzugehen? Ja. Sind Sie gewillt, Ihre künftige Gemahlin zu lieben, zu ehren und ihr die Treue zu halten, bis der Tod Sie scheidet? Ja. So schließen Sie einander den Bund heiliger Ehe, reichen Sie einander die rechte Hand und sprechen mir nach. Zunächst Sie, Frau Marlies Duclos. Vor Gottes Angesicht. Vor Gottes Angesicht. Nehme ich dich, Klaus. Nehme ich dich, Klaus. Zu meinem Ehemann. Zu meinem Ehemann. Und ebenso Sie. Vor Gottes Angesicht. Vor Gottes Angesicht. Nehme ich dich, Marlies. Nehme ich dich, Marlies. Zu meiner Ehefrau. Zu meiner Ehefrau. So bestätige ich den Bund, den Sie geschlossen haben, und segne ihn im Namen ihrer Liebe und im Namen Gottes. Sie alle aber, die Sie hier gegenwärtig sind, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. So lasst uns gemeinsam beten. Allmächtiger, ewiger Gott, der du uns geschaffen hast auf dem Wege der Liebe, lass uns eins sein in deiner Gemeinschaft. Euch aber segne der allmächtige Gott durch das Wort seines Mundes und vereine eure Herzen durch das unvergängliche Band reiner Liebe. Der Friede Christi wohne alle Zeit in euren Herzen und in eurem Hause. Wahre Freunde mögen euch in Freude und Leid zur Seite stehen. Wer in Not ist, finde bei euch Trost und Hilfe. Und der Segen, der den Barmherzigen verheißen ist, komme reich über euer Haus. Gesegnet sei eure Arbeit, und ihre Frucht bleibe euch erhalten. Die Sorge soll euch nicht quälen, sondern euer Herz gedenke allzeit der Schätze, welche bleiben zum ewigen Leben. Der Herr führe euch
zu einem noch reichen und langen Leben. Und nachdem ihr seinem Reich in Treue gedient, nehme er euch gemeinsam auf in seine Herrlichkeit. Dies wünschen wir und erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir hören von Wolfgang Amadeus Mozart Andante. So lasst uns miteinander das Vaterunser beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten dich, Herr, strecke aus über deine Gläubigen vom Himmel her deine Hand und gewähre ihnen deine Hilfe, auf dass sie dich mit ganzem Herzen suchen und erlangen, um was sie bitten, durch Christus, unseren Herrn. Ihnen beiden wollte ich schenken den zweiten Band vom Matthäusevangelium. Der beginnt mit einer ganzen Reihe von Heilungen, um zu zeigen, wie die Bergpredigt praktisch wird, und endet tatsächlich mit dem 19. Kapitel, drück mich wie ein Siegel an dein Herz, die Kommentare Jesu zu dem vermeintlichen Recht von Männern mit den Frauen
zu machen, was sie wollen. Ich habe, ja nun, als Widmung habe ich mir erlaubt, da reinzuschreiben, einen Satz aus dem 11. Kapitel des Buches Prediger: Folge den Wegen deines Herzens und den Visionen deiner Augen. Wir hören das Ave Maria von Schubert.
Ich glaube, ich muss sie mehr vorspielen. Wir können das so, ja? Gut. Und. Meine lieben Schwestern und Brüder, in ihrer aller Namen danke ich ganz herzlich denjenigen, die musikalisch heute Abend uns begleitet haben, und darf Sie im Namen von Herrn und Frau Peblo einladen, gemeinsam noch ein bisschen zusammen zu bleiben. Es gibt keinen Alkohol, Gott sei Dank, hoffe ich, für diejenigen, die meisten hier, die mit dem Auto hier sind, miteinander zu sprechen, miteinander ein wenig zu feiern. Hinweisen möchte ich sehr herzlich auf die beiden Spendenbüchsen. Die sind bestimmt, wie letzten Samstag schon vermerkt, für die Aktion von Frau und Herrn Eicher in Sao Paulo. Die beiden haben sich dort sehr engagiert in der Favela, vor allem bei den AIDS-Kranken. Und was sie tun können, ist einzig möglich durch das, was wir für sie tun. So geht das weiter. Ein Projekt, ein Objekt, das sicher unsere Unterstützung verdient. Auch die Musik ist nicht gänzlich umsonst. Die Körbchen stehen draußen am Eingang bei der Garderobe. Herzlich hinweisen darf ich noch auf zweierlei. Das eine ist, alljährlich wieder am ersten Adventssonntag hat die Volkshochschule in Theodorianum, das ist eben just beim Theo für diejenigen, die es nicht kennen, sonst auch beschreibbar als am Kamp liegend, jedenfalls dort, wo sonst die Fakultät ist, kurz im Theodorianum, um 11 Uhr am Vormittag einen Vortrag angesetzt. Nachdem ich mehrfach schon über Märchen gesprochen hatte, samt und sonders Frauenmärchen, wurden zu Recht die Männer eifersüchtig und die Frauen misstrauisch, warum es immer nur über Frauen gehen soll. Ja, nun, dieses Mal habe ich mir vorgenommen, soll es um Männer gehen. Nur um Männer, befasst mit Frauen, ist ja klar. Die Geschichte der zwei Brüder. Schon der Titel sagt alles. Es geht um die Widersprüchlichkeit eines Mannes an sich selbst, wie er damit zurechtkommt, eine Frau damit zurechtkommt, ist für beide nicht ohne Schwierigkeiten. Ansonsten gibt es selbst für Freunde der Tiere eine Geschichte, wie ein Drache mit 7 Köpfen getötet wird. Das soll uns ersparen, mit Tieren selber so zu verfahren. Werde ich morgen erläutern, um 11 Uhr im Theodorianum, 1,5 Stunden. Die Geschichte der Brüder Grimm, die zwei Brüder, ist ziemlich umfangreich und lang, ein halber Roman. Wir werden uns also bei der Interpretation ein wenig beeilen müssen. Morgen 11 Uhr. Am kommenden Samstag, die Vorlesung um 11.15 Uhr, wird nicht sein um 11.15 Uhr, sondern um 11.45 Uhr, eine halbe Stunde später. Das muss sein, aber mehr als das ansagen.
kann ich auch nicht und um für Verständnis bitten, weil der Mitteldeutsche Rundfunk sonst nicht gerade vom Advent gesegnet irgendwas um 11 Uhr machen möchte. Ganz herzlich also lade ich Sie ein. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und alles Gute. Dankeschön.